Guten Morgen, Bowlingfreunde. Jetzt ist endlich wieder soweit. Ja, es ist ja immer mal hier wie so ein Event, Liga zu spielen. Ich persönlich fände es cooler, wenn wir irgendwie öfter spielen würden, ligamäßig. Aber ja, ist wie es ist. Jetzt sind wir hier in Viernheim. Dritter Ligaspieltag. War ja wirklich einiges los an den ersten beiden Spieltagen. Wir persönlich hatten den Start komplett versäumt. Oder verschlafen am ersten Ligaspieltag und haben uns dann erstmal ein richtig großes Loch gebuddelt. Und ja, dann war es dann umso schwieriger im zweiten Spieltag, sich wieder zurückzuziehen oder zumindest aus dem Loch wieder rauszugraben. Und ja, jetzt stehen wir, nachdem wir den zweiten Spieltag dann doch noch irgendwie hinten raus gerettet haben und dann sogar als Ersten beendet haben, stehen wir nach wie vor sieben Punkte hinter Germania, gefolgt von BTT. Und die Tabelle ist komplett durcheinander gewürfelt. Und ich gehe auch davon aus, dass das heute ähnlich so sein wird. Wir sind hier in Viernheim. Viernheim ist diese Saison bekannt dafür, wesentlich schwerer zu spielen als in Ludwigshafen. Aufgrund des Beaten Path Patterns, was sich echt schwer spielen lässt auf der Halle. Und ja, wird auf jeden Fall interessant, was heute passiert. Wir hoffen, dass wir gut drauf sind. Und ja, ich glaube, es wird weiterhin so sein, dass wirklich jeder gegen jeden gewinnen, aber halt auch verlieren kann. Und ja, ich melde mich immer mal zwischendurch und wünsche euch jetzt viel Spaß beim Video. Denkt dran, liken, kommentieren, subscriben. Ich freue mich, dass ich wieder da bin. Ist ja nicht so, als könnte ich momentan oft Videos machen. Deshalb würde ich mich umso mehr über jede Unterstützung von euch freuen. So, Recap nach den ersten vier. Ja, Satz mit X würde ich mal sagen, aus unserer Situation. Wir haben ein Spiel gewonnen, drei verloren. Drei wirklich knappe Spiele verloren. Es waren irgendwie 20 Pins in jedem Spiel, die uns getrennt haben von den Gegnern. Dementsprechend natürlich ein bisschen enttäuscht. Ich persönlich sowieso enttäuscht. Angefangen mit 166. Hat sich überhaupt nicht gut angefühlt. Bin dann auch rausgegangen, weil ich der Meinung war, dass Ruben eine bessere Chance hat. Das hat er dann auch gezeigt. Nur haben dann die anderen angefangen zu strugglen. Und so haben wir dann so ein schönes Bäumchen-Wechsel-Spiel gespielt. Im zweiten Spiel ist dann Tyler eingebrochen und Martin eingebrochen. Und dann haben wir die beiden ausgewechselt. Chris und ich sind dann reingegangen, aber ich habe dann im dritten Spiel auch nichts getroffen. Also bin ich dann auch wieder rausgegangen. Chris hat aber ganz gut gespielt. Und dann sind Tyler und Martin wieder reingekommen für mich und für Thorsten, der sich verletzt hatte. Also es war so ein Bäumchen-Wechseldisch. Ne? Und ja, jetzt gucken wir mal, wie es beim Spiel 5, 6, 7 aussieht. Thank you.
Guten Morgen, Bowling-Freunde. Es ist der vierte Spieltag. Und ja, was soll man sagen? Germania Mannheim ist allen enteilt. Die sind momentan, ich glaube, mit 15 oder 16 Punkten vorne. Also es ist wirklich weit weg. Haben das auch wirklich stark gespielt, die ersten drei Spieltage. Kann man nichts anderes sagen. Wir sind momentan auf der vierten Position. Aber die Tabelle ist unter Germania ziemlich sehr eng beieinander. Also wir haben... Ich glaube, Condor ist jetzt mittlerweile auf die 2 gerutscht und BTT auf die 3 kurz vor uns. Also ja, der Kampf um Platz 2 ist auf jeden Fall noch sehr, sehr spannend. Aber ich gehe davon aus, dass Germania das sehr wahrscheinlich sich nicht mehr nehmen lässt. Aber sie dürfen natürlich nicht einbrechen. Und ja, bin mal gespannt. Wir sind jetzt hier in Ludwigshafen. Wie gesagt, vierter Spieltag, heißt Big Ben. Heißt Long Oil, heißt wahrscheinlich höhere Ergebnisse als in Viernheim. Und ja, schauen wir mal. Wir versuchen mal einen Spieltag ja, als ersten zu beenden. Zumindest mal nicht so viele Spiele zu verlieren, weil wir haben einfach diese Saison viel zu viele Spiele verloren. Und ja, dann gucken wir mal, was am Ende dabei rauskommt. Und ja, jetzt wünsche ich euch viel Spaß. So schnell kann es gehen, ne? Also da habe ich euch am letzten Spieltag noch erzählt, dass Germania eigentlich sich das nicht mehr nehmen lässt. Und jetzt haben sie einmal einen schlechten Spieltag gehabt mit nur 10 Punkten, damit drittletzter am Tag. Und konnte erwischt einen perfekten Spieltag mit 22 Punkten. Ja, und jetzt ist der ganze Vorsprung schon wieder hinüber und wir haben eine enorm spannende Saison. Guten Morgen, Bowling-Freunde. Ja, Spieltag steht an in der Baden-Liga, der fünfte. Und ja, was soll man sagen, der Winter ist noch wieder eingebrochen in Deutschland. Wir haben 8 Grad Celsius heute Morgen. Es ist mega kalt und es ist eigentlich nicht wirklich der Tag, um sich sportlich zu betätigen. Aber ich freue mich trotzdem auf die Liga. Es war eigentlich so wirklich unsere Saison bisher. Wir sind momentan auf dem 4. Platz, glaube ich, knapp hinter dem 3. Ziemlich weit abgeschlagen vom 1. und 2. Condor ist dicht hinter Germania momentan. Punktgleich, nur die Pins trennen die beiden. Das heißt, es wird ein richtig heißer Endspurt. Und ja, wir persönlich haben es jetzt, ich würde jetzt nicht sagen abgeschrieben, aber wir fokussieren uns jetzt erstmal darauf, wieder Ergebnisse auf die Bahn zu bringen. Wir sind hier in Viernheim, heißt Beaten Path, heißt das Pattern, was uns in der Vergangenheit jetzt nicht so gut gelegen ist. Also vor allen Dingen Aufstiegsspiele erinnere ich mich da ganz gern zurück, total versagt. Und auch die ganze Hinrunde jetzt in der Liga lief auch nicht so wirklich gut in Viernheim. Aber mal schauen, ich habe einiges vorgenommen für heute. Ich hab neues Material, ich habe das eine oder andere Mal noch dann doch trainieren können, weil ich in der letzten Zeit so gut wie gar nicht trainiert hatte. Und da habe ich mir gesagt, okay, jetzt für die nächsten 2 Spieltage zumindest mal ein oder zweimal noch vorher trainieren. Davor war es ja gar nichts. Und jetzt schauen wir mal, jetzt gucken wir einfach mal, was bei rumkommt und hoffen, dass es ein spannender Zweikampf zumindest bleibt. Vielleicht können wir jetzt auch noch reinschieben, dann wird es vielleicht ein 3- oder vielleicht sogar ein 4-Kampf am letzten Spieltag um die Meisterschaft. Und ja, ich blende euch mal die Tabelle ein.
Genau, ihr seht, es ist oben ziemlich eng, aber dann reißt es ein bisschen ab. Wir gucken mal, was bei rumkommt. Freue mich auf jeden Fall drauf. Gucken wir mal, ob ich Beaten Path endlich mal geschlagen bekomme. Und ja, wünsche euch viel Spaß beim Video. Denkt dran, liken, kommentieren, abonnieren. Kann mich mal jemand zwicken? Was ist das für eine komische Saison? Da dachte man sich jetzt eigentlich so, ja, ist wahrscheinlich ein klarer Zweikampf zwischen Condor und Germania. Und jetzt haben die so einen Spieltag, dass die beide Vorletzter und Letzter sind mit 7 und 8 Punkten. Und die ganze Tabelle wird wieder durcheinander gewürfelt. Wir haben leider nicht wirklich von Nutzen ziehen können, weil wir einfach wieder das ein oder andere Spiel unnötig verloren haben. Sind zwar trotzdem in Pins Zweitbester des Tages geworden, aber da waren zwei, drei Spiele dabei, die wir hätten wirklich gewinnen müssen, haben es dann aber leider knapp verloren. Und so fehlen uns jetzt diese Punkte, um halt wirklich diesen unmittelbaren Anschluss an die zwei Tabellenführer zu haben. Und haben uns zwar auf den dritten Platz vorgeschraubt, aber es sind trotzdem noch 7 bzw. 8 Punkte. Heißt, bei noch einem Spieltag zu spielen, zwar nicht komplett chancenlos, aber diese 4 Pünktchen mehr für die zwei Spiele, die wir hätten gewinnen müssen, die werden uns jetzt natürlich fehlen für den letzten Spieltag. Aber wir schauen mal, was passiert. Es ist auf jeden Fall spannend und es bleibt auch jetzt auch spannend. La Grande Finale. So, jetzt gibt es das Finale von der Baden-Liga. Es war eine lange, interessante Liga. Sehr spannend bis zum Schluss und es bleibt auch spannend. Wir sind momentan Dritter mit 7 Punkten hinter den ersten beiden. Germania liegt 1 Punkt hinter Condor. Wir haben die meiste Pinzahl auf dem dritten Platz. Und das erzählt eigentlich auch so ein bisschen die ganze Geschichte der Liga. Wir haben eigentlich insgesamt ganz gut performt, aber halt in den entscheidenden Momenten die Spiele nicht gewonnen. Und deshalb sind wir einfach ein bisschen weiter hinten dran. Aber wir versuchen einfach unser Bestes noch heute, versuchen die beste Pinzahl reinzuretten. Vielleicht gegen Condor und Germania direkt zu gewinnen. Dann schauen wir mal, was am Ende bei rumkommt. Ich glaube, das wird nochmal ein recht spannender Tag heute. Und ansonsten, wir sind jetzt hier, wo wir ein Spiel haben.
spielen auf Beaten Path, so wie immer. Und das könnte interessant werden, weil Beaten Path war in der letzten Zeit sehr, sehr low scoring. Und ich würde sagen, es kommt etwas entgegen dafür, dass man sich einen spannenden letzten Spieltag erhofft. Wenn es jetzt ein Carry-Fest geworden wäre, wäre wahrscheinlich nicht mehr so arg viel passiert, aber so ist alles drin. Und deshalb wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim Video und denkt dran, liken, kommentieren, subscriben und dann schauen wir, wer am Ende der Badenmeister dieses Jahr wird. So, Recap nach den ersten vier am letzten Badenligaspieltag. Ja, aus eigener Sicht ein bisschen schade, dass wir die letzten zwei Spiele verloren hatten. Hatten eigentlich relativ stark begonnen mit 2x8,92 auf die ersten zwei, dementsprechend auch die ersten zwei gewonnen. Dann aber leider gegen eine sehr stark spielende BTT-Mannschaft verloren mit 69 zu 940. Und dann haben wir leider so ein bisschen den Schwung verloren gehabt im vierten Spiel gegen Pforzheim. Und lustigerweise muss man aber sagen, dass alle so ein bisschen strugglen. Also es ist keiner, der jetzt wirklich alles gewonnen hat. Also auch Germania hat bereits schon verloren und also auch gegen uns. Und Condor hat ebenfalls verloren bereits. Also es ist alles noch drin. Aber momentan spielt es am meisten den Condoren in die Karten, weil die bereits ja einen Punkt vorne waren. Und ich könnte mir vorstellen, dass es jetzt nach der Halbzeit immer noch genauso aussieht. Aber es ist noch einiges drin. Wir haben noch drei Spiele jetzt und schauen wir mal, was geht. Auf dem achten Platz der ABC Mannheim mit in Summe 46 Punkten. Auf dem siebten Platz Fächerstadt Karlsruhe mit 55 Punkten. Sechster Platz Royal Viernheim, 57 Punkte. Fünfter Platz, TV Pforzheim, 58 Punkte. Und auf dem vierten Platz, BTT Viernheim mit 68 Punkten. So, nach meiner Rechnung, Badischer Meister, erster Platz, Condor Mannheim mit 91 Punkten. Jetzt wird wieder
Zweiter Platz mit 88 Punkten, die Germania Mannheim. Und auf dem dritten Platz Sparta Mannheim mit 80 Punkten. I'll be back.